So, willkommen zurück hier beim letzten Spiel des heutigen Abends mit Nip gegen Maus. Und Maus kann ja jetzt gut und gerne hier mit breiter Brust ins Spiel gehen. Nach dem Sieg gegen Virtus jetzt. Reset sollten ja jeden Moment kommen. Form a ring around Fiflan and Trolley. Okay, Challenge accepted. So, es ist hier 27p. Ich weine ein wenig, aber gut. Werde in Zukunft auch versuchen, ein bisschen was an den Chroning-Settings zu tweaken und zu fummeln, um noch ein besseres Bild hinzubekommen. Aber ja, muss noch ein bisschen umtesten. Cagefight. Ah, schön aller Fight Club hier. Wie sie jetzt auf dir darauf bestehen, in Kreis bilden. Auf dem Popspot. Ja, das wäre krass. Aber haben sie keinen Namen? Ich hätte ihn jetzt schon hätte knifen können. So, schön, Charlie gewinnt 1 gegen 1. So, was ist jetzt? Was können sie jetzt noch warten? Ich glaube. Jetzt schon die Seite bestimmen oder was? Aber wahrscheinlich haben sie wahrscheinlich haben sie einfach nur ja, wollten sie einfach nur 101 Knife und nicht 5-5. Naja. Also zumindest Maus hat Spaß mit den Messern. Und dürfen erneut CT anfangen, Spieltag Nummer 9. Ja, aber die Spieltage, die sind ja sowieso sehr wild durcheinander, das heißt nicht wirklich was. Einfach nur Spiel Nummer 9 vielleicht oder so, keine Ahnung. So, es geht los. Flaggen wären noch schön, Namen wären noch schön. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. So, ein Maus-Push am KG. Und innen auch kassiert Head. Boah, aber Reflex. Schöne Headshots. 3 und 4 aus Sicht von Nip. Das war schon wieder so ultra ekelhaft. So schön auf beiden Towern einer. Innen auch ganz gut gedeckt. Das muss die Maus eigentlich machen. Schauen, ich spotte da einen. Schön 30 Damage HE. Aprox noch mit einer schönen Pose, mit dem rechnen sie halt überhaupt nicht. Sollten jetzt nur nicht Nip irgendwie die Bombe legen lassen. Oh, er ist blind! Und sagte ich und passierte. Sie gesehen hat die Frags. Bitte jetzt nicht die Runde verlieren. Runde verlieren, Runde verlieren. Sonics KG, schön. Oh, beide kein Kit. Oh nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann man die Pistole verlieren? Oh, das ist so bitter, dass Aprox den da auf Poppe nicht geholt hat. Dann blind war und Bombe nicht töten konnte, die hier wirklich unten lag. Hier ungefähr konnte sie sehen. Ach, ey. Das gibt's doch nicht. 1-0 so mit Nip.
Und nimmt direkt Mitte raus. Räumen da mal kurzerhand mit Maus auf. Zu 0. So, die Tippquote auf Read More übrigens auch interessant. 6% trauen hier Maus durchaus einen Sieg zu. 93,89, das ist knapp 94. Demzufolge für Nip gestimmt. So, diesmal kein schneller Mitte-Go von Nip. Bisschen abwartender, eher innen kurz Treppen eingenommen. Jetzt wieder zurück über Poppe wahrscheinlich. Das kommt mir gerade echt so vor, als ob ich hier nur ein FPS hätte oder so. So, auf geht's. Jetzt ist Nip fällig. Natürlich aber bei Kerrigan. Offensiv auf dem E-Kasten. Okay. Sehr ein 6-Seil irgendwie. So, sind jetzt raus. Oh, Gegenfläche kommt von hinten. Oh, jetzt sieht der Frack nicht. Kerrigan macht damit Ave am 6. Schabli macht dann top. Schön. Hinterm Zug noch. Oh, er hört die Steps. Beiden Seiten. Schade, Mann. Macht gut Damage. 2 gegen 3, Nate noch gefangen. Verflan aimt hinten mit Ave, Bombe kann gelegt werden. Ah, jetzt trifft Verflan auch noch. Nuki letzter. Gegen 3. Ach man, ey, schon wieder so ein bitterer Start, ey. Wenn Apoxin da schon killt im Eck, dann sieht es ganz anders aus. Schaut ihr auch, ja, Pech, dass er den da nicht gekillt hat. Aber mit einer Aufholjagd kennen sich die Mäuse ja aus. Haben sie ja vorhin gerade bewiesen. So, Ekos laufen bisher alles andere als gut. Vorhin schon keinen gemacht. Jetzt scheinbar auch keinen. Sehr aggressiver Spielstil. Sieht man auf Train nicht so häufig. Gute Smoke. Man hört die Leiter, glaube ich, immer wieder. Jo, Hauptsache mal Mündungsfeuer mitten auf der Map. Guter Gold TV. Boah, die Fläche sind so imber. Oh, Trumbly kommt weg mit Glück. Uiuiui. Hat aber echt Schwein gehabt. Ist er schon in der Spot? So, stirbt jetzt Nuki am B gegen 4. Von Apox Z. Kerrigan wenigstens hinten mit zur Stelle.
töten. So, sind aber innen raus. Außen. Box gehört das Ansagen. Wenn er noch einen macht, wäre super. Oh, sieht noch einen Mitte. Oh, ich weiß nicht, ob er ihm Fußhit gegeben hat oder nicht. So, und Forest gegen 4. Einfach keine weitere Waffe mehr verlieren und das ist auch der Fall. Erste Runde und sogar mit 4 Mann überlebt. Sehr schön. Oh, jetzt bitte einfach so weitermachen. Da ist die Ehrenrunde. Wir hoffen, dass es nicht dabei bleibt. Wieder zügiger Aufbruch im Nip. Schöne Nades. Oh, wir flachen auch schon low. Immer gelegt. Alle da hinten so hinterm Spot. Keiner kommt mal über KG. Oh, aber einer kommt von CT. Oh, über innen. Forest ist das, wer auch sonst. Ja, wobei hätte er ja Get Right sein müssen. Oh, jetzt hinterm Spot bitte killen. Oh, Forestman, oh nein, Alter, oh, Alter! Hab ich sie einfach mal auszustören. Oh Gott. Oh Mann, ey. Krass, sah doch so gut aus, so schon. Forest dann einfach entscheidend von hinten. Damit hat niemand gerechnet. Er hat doch gut Gas gegeben. Instant kleine Rampe raus. Wirklich ohne irgendwas zu werfen, einfach durch. Oh, Forest räumt da auch auf. Catrat hat nach hinten gedeckt. So, also die Eco reiht sich hier in den schlechten Ecos quasi ein. 7-1. Ich glaube auf jeden Fall, dass die ganzen Nip-Leute haben, glaube ich, eine Capture-Karte. Also von daher ist es nichts Verwunderliches, dass sie da so viele FPS haben trotzdem noch. Ey, diese Steps, das ist so schlecht. Boah. Was da immer auch noch für eine Flash kommt von hinten. Das ist so krass irgendwie von Nip, wenn das wirklich so gedacht ist. Sonic ist der Einzige, der hier flüssig vonstatten geht. Kevin auch wieder. So, schön, mal wieder eine Überzahl. Oh, schön nochmal abgesetzt von Sonics. Und er hat auch das Kit schön nochmal angesagt. Oh, gut, das reicht. Oder? Uiuiui. Wieder mal richtig knapp. Zweite Runde für Maus. Oh, Luki hat die Arme mitgebracht. Das wird noch ein Draw. Ja, auf jeden Fall. In der Halbzeit noch. Füße geschaut. Die HE ging mal komplett ins Leere. Faust aimt das gar mit Arme. LOL! Er war nicht drauf. Sehr strange. Luki nochmal Glück gehabt, dass er da keinen Hit kriegt. Und Sonics das Duell im KG. Schön. Werfen sich ja gegenseitig HE für die Füße, aber Sonics schon vorher Schaden gemacht. So, schönes Mocking Poppe. Da am gelben, eine gelbe Tonne. Innen auch zu zweit gedeckt. Sonics gibt City Tower. Oh, Nip hat noch viele Grants. Sammelt sich innen.
Jetzt kann Kerrigan wieder glänzen. Oh, die Gegenfläche sitzt gut. Ja. Und ist schon weggedreht. Nochmal einen in den Spot. Er sieht die Füße. Oh, auf der 3. Oh, Alter, das Gesicht da. Kerrigan konnte aber wieder einen machen. Macht er gut. Oh, Smoke fehlt leider bei Maus. Nebenspot ist bekannt. Kleiner Rampe ist bekannt. Großer Rampe eigentlich auch. Also alle Prusis bekannt. Für Flan noch ein. Schön. Und jetzt nur noch für Flan mit Arve. Das müssen sie machen. Sonic hat schon oben. Sie wissen, dass er kleine Rampe kommt. Kerrigan zielt. Schön reingejumpt. Und macht den Jump. Den Jump. Ja, den macht er auch. Aber den Frag setzt 7 zu 3. Schöner Retake. Wunderbar gemacht. Guter Push von Sonics. Die Ansage dann Kerrigan noch bekommen. Dann direkt drauf reagiert. Kleine Rampe gemacht. Frag gesetzt und Runde geholt. So, vielleicht ist von Freeberg. Bin jetzt von Freeberg. Wieder schnell mit da raus. Hui. Da gab es ein Geschenk in den Arm. Und Bombe wird instant gelegt. Oh, Trouble. LOL! Saubere Runde von ihm. Aber was war das denn? War das ein Airshot da? Wo er hochgegangen ist? Nice! Oh, eine 5er Runde gegen Nip. Na, das kann sich doch sehen lassen hier. 4-7. Ich glaube, Trouble war da kurzzeitig noch in der Luft, oder? Wo er dem Spieler Headshot gegeben hat. Trotzdem, scheinbar scheinen sie. Ja, scheinbar scheinen. Sie scheinen gut mit den Außenghost Class zu kommen. Ah, jetzt spielt man das erstmal verstärkt KG an. Fox treffen. Porter. Ja, Fox hat auch das gemacht, was er, glaube ich, sonst jede Runde gemacht hat. Fox einmal geschossen. Mal weg. Abox hat, glaube ich, an der Tonne zum KG gespottet. Nip sammelt sich nochmal weit. Der geht Richtung. Doch Richtung innen. Kleine Fake nochmal von Forest und für Flan. Oh, die hat sogar ihn noch ein bisschen geflasht. So, Noki auf der 3, Kerrigan hilft ihm wieder an der großen. Boah, krass, Free-Aim von Exist. Aber mit Gold von Noki, schön, Maus direkt zur Stelle. Sehr, sehr, sehr schön geschoben. Oh, Trouble kriegt leider keinen Spot mehr, aber Sonic schon große Ampel und für Flan wieder mal der letzte. Gegen 3 und er geht safen. 5 zu 7, schöne Defense bisher. Das sitzt doch. Gut geschoben, waren direkt alle drüben. Schade, dass Trouble keinen bekommen hat, aber es hat trotzdem seine Mates waren da, von daher. NP. Nip hat leider nochmal Geld. Oh, wir Flan wieder direkt Hit bekommen. Schade, dass sie die Nate nicht finisht. Ein. Oh, jetzt ein gesetzt. Oh, da ist einer raus. Da ist einer raus. Da ist einer raus. Oh, das sind so typische Chaos-Runden, wo es ganz schwer ist, den Überblick zu behalten. Oh, ey, Faulus, kann er mal bitte verrecken? Und Nip holt sich die Halbzeit. 8-5. Ach, ey. Und dabei ging es schon wieder gut los.
Man hätte Nip, glaube ich, sogar Broke gesetzt jetzt, wenn man die Runde gewinnt. Gewonnen hätte. Och, wieder Fußhit. Also, ich bin da echt gute AWPs, muss man ja sagen. Durchgepusht, Frag gefallen, B schon drauf, aber scheinbar hat Nuki da sehr, sehr, sehr viel Schaden schon gemacht. So, wo ist die Bombe? Brown, White Walls noch. Freeberg schon am Spot. Boah, eine schöne Pose da am Tower. Boah, Avox hat ihn nicht gesehen. Jetzt eine Runde gejumpt, schön. Boah, sie wissen, wo beide sind. Sehr schön. Gute Infos bekommen von Avox. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, Nuki kann dann nicht arbeiten mit der Smoke. Oh, die... Schade, also... Die Nate... Hätte ich mir gewünscht, dass sie sitzt. Okay, Kerkin kann sich durchsneaken. Schön. Oh, jetzt leider Finn mit 101. Oh, hinter der Kiste. Alter, Freeberg. Alter, Freeberg. Alter, Freeberg. 9-5. Ja, da kriegen sie schon den Free Flag dort. Auf geht's, sechste Runde noch. Und dann wie vorhin einfach ein Comeback starten. Ja, konstant da blind werden. B machen sie aber auch immer das gleiche. Und jetzt sneaken sie sich sogar durch. So, Nuki sieht Füße. Nice. Spielt er echt super mit den Füßen. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir. Und Apox. Gute Kontrolle. Lass dich von den Fake Steps nicht verwirren. Haben jetzt sehr offensiv. Sonic spottet auch KG. Nuki macht innen auch ein bisschen aggressiver, kommt aber weg. Schön gemoved. Wenig Schaden bekommen. Ah, die Nate war unnötig. Also, dass er die noch fängt. So, die beiden Mitte. Oh, machen aber nur einen. Oh, die Kette. Hit. Das ist einfach. Sie stehen gar nicht so. Also, sie stehen eigentlich gut, haben Kontrolle und so. Und dann kommt aber auf einmal Nip raus. Und mäht sie einfach um. So, CD-Base hat Kerrigan auch keinen Dunst. Gold für Getright mit Headshot in den gelegt. Jetzt können sie einfach über Kreuz spielen, da wird es auch nichts nicht mehr viel anrichten können. Hat auch kein Kit. Ja, Getright wartet da sogar. Spielt das super safe Runde und gibt Sonics noch ein Geschenk mit. 10 zu 5 die Halbzeit für Nip. Trotzdem ein paar schöne Runden gespielt bis 7 Maus. Hoffen wir mal, dass ihr die T-Pistol holen. In gut 3 Sekunden geht's dann in die zweite Hälfte. Bis gleich. Ja, gut, Hafer ist das. Standbild umgehen, runter für was, was ein Scheiß. Also ich habe zumindest 0 Frame Drops, von daher von meiner Seite alles okay. Auslastung ist auch im niedrigsten, vom niedrigsten Bereich. Also es sollte eigentlich heute gut laufen. Nette Diskussion über Fernseher und Spiele tauglich sind. Das ist 15:06. Das freut mich doch. Also, auf geht's, zweite Halbzeit. Hoffentlich könnt ihr sie auch weiterhin leckfrei genießen. Sonic ist schon instant Brown Walls durchgejumpt. Müsste allerdings schon gespottet. Ey, diese. Das ist.
Mann, ey, diese Soundbugs, das ist nervig hoch 3. Also, die Soundbugs nervig Kubik. Aprox noch. Ja, TB safe. War Aprox? Nein, hat natürlich KG abgedeckt. So, haben. Vier Mann haben Smokes. Also geht jetzt gleich innen Poppe raus. So, Smokes wurden geworfen. Liegen jetzt. Liegt die gut. Am Spot. Man will da wahrscheinlich instant Tonne legen. Kerrigan. Oh, overall ist bekannt. Kerrigan wird echt liegen und wird geholt. Boah, Nip ist einfach überall. Nip ist überall. Jetzt endlich mal einer gestorben. Sonic Stack noch hinten. Da kommt leider niemand. Schön. Jetzt auf Spot. Ah, Frick sitzen. Tour und Tu. Ah, P-Vorteil allerdings bei Nip. Und jetzt auch der Überzahlvorteil. 20 Sekunden, oder? Bombe liegt auch denkbar ungünstig bei den Nip-Spielern bei Kreuz. Ach man, ey. Eine Glocke, eine Glocke und eine Terrorpiste kann man da nicht verlieren. Lololol. Mann, ey. Mit Pistol wären wir ja echt nochmal gut rangekommen. So sehe ich jetzt leider. Schwarz. Wie die Nacht. Hier noch irgendwas zu reißen. Einmal B-Rush zum Mitnehmen für Fiflan. Oh, okay, der eher für Get Right, der mit Bison. Jupp, und so sieht's auch aus. 3 Frags für ihn, 2 für Fiflan. Keine Probleme. Schade, dass sie nicht wenigstens die Bombe gelegt haben. Ja, kaufen wir aber trotzdem. 2 Galils, 3 Smokes. Mit Flashbang wurde da gedroppt. So, wollen wir instant BR nehmen. Brown Walls eingenommen. Ich mach alle hin. Oh, und Gatwick pusht hoch. Oh, der kriegt einen Frick. Er kriegt einen zweiten Frick. Er pusht einfach da hoch. Maus hat dort eingenommen. Und wie kann er da auch nur einen Track setzen? Schön, Mann. Abbox, stehen das heute Verlass. 3 und 3, Bombe ist am Spot. Ausgewogen. Schön, Jobly hilft da nochmal. Überzahl für Maus gegen Famas. Gegen Famas. Natürlich schiebt hoch, macht er gut. Nuki leider noch am Spot, eine ganz blöde Posi. Aber Trouble instant Refact. Sehr schön gemoved von ihm. Und jetzt gegen Exist. Schön, Mann. Ach, auf ihn auch Verlass heute. Nice. Gekauft, gerusht, gewonnen. Auch wenn es wirklich seltsam war, dass Gatrat da wirklich 2 bekommen hat mit Bison. Naja, in Zukunft da vielleicht einfach mal abdecken. Auch wenn es wirklich sehr komischer Move war von Gatrat, muss man mal sagen. Also wenn man damit richtig ist, einfach nicht einfach ein CT hochgast. So, Nip hat nochmal komplett gekauft. Maus wieder, Brown Walls eingenommen. Sind da alle sehr kompakt. Kontakt wieder große Rampe, Pfefflan hat eine Arbe. Damit scheint sie nicht gerechnet zu haben. So, jetzt gegen 3 Stück oder was? Flash, Smoke, vielleicht kommt man ja wenigstens auf Spot drauf. Oh! Schöner Headshot. Und Sonics auch noch ein Horn gegeben. Nach, ja, wahrscheinlich kleine Rampe. Kerrigan pusht vor, leider keinen Frack bekommen. Two and two aber wieder. Dass das so eine knappe Runde wird, hätte ich nicht gedacht.
pushen vor. Sonics blind, schön kommuniziert. Sonics hilft ihm. Wo ist der Instant Refrag? Das dauert fast zu lange, aber er macht's. Hey, geh doch weg. Aber Pech, Pech, Pech. 19 AP bei Exist. Anstatt da den Rechts-Strafe zu machen, mach doch nach links. Und geh safe rein. Ach, schade, Mann. Das hätte er gemacht, das hätte er machen können. Ganz ehrlich. Und dann hätte man Nip wahrscheinlich sogar im Sparen gehabt. Also es sind halt so Key Rounds, sie musste gegen Nip natürlich gewinnen. Um da irgendwie eine Chance dann auch nur annähernd in Siegreichweite zu kommen. So wird es jetzt wahrscheinlich bei dem relativ eindeutigen Ergebnis bleiben. Vielleicht ist das 14. Vielleicht ist das 14-6 für Nip. Bombe wird man jetzt scheinbar auch nicht legen können. Einen Frag bekommt man. So, wie viel Geld hat man jetzt? Na gut, für Arme hat es zumindest bei Sonics gereicht, der sie an Kerrigan weitergibt. Gefällt mir immerhin, dass man Brownless schnell immer einen nimmt. Boah, schöner Fuß-Hit gegen, gegen Getrade. Sehr schön auf die auf seine Standardpose da sich eingestellt. So, sind gerade am Umbauen, schieben doch alle innen. Chablé vielleicht gleich den Analfister spielen. Also versucht dann von hinten zu kommen, aber ja, doch, sieht wirklich danach aus. Muss ich natürlich selbst decken. Da kommt einfach an der Leiter hoch. Da kommt einfach an der Leiter hoch. Und er kriegt sogar zwei Frags. So, Trouble hat leider auch schon verraten, schiebt über hinten. Und der Spieler lebt immer noch, oder? Krasser Schuss von Nuki, aber das scheint schien nicht so, als ob er da noch Kenntnis von hatte, dass so ein Spieler steht. Oh, jetzt Trubel. Oh, er kriegt direkt mit dem Headshot. Mann, ey, das sah gar nicht so schlecht aus, der Go. Aber so random Move hoch 13. Ja, komm, sieben, geh weg. Ey, dass der da zwei holt, ey, ist fast was es nicht. Draw für Nip. 15-6. Wenigstens durch den Bombplant. Das Maus ist noch ein bisschen besser ausgestattet. Jobly allein bis am Faken und der kommt. Oh, Wally. Der Rest innen am Gasen. Das geht bisher ganz gut auf. Hinten am Spot muss man aufpassen. Oh. Dass da auch immer viel Gegenfläche nochmal kommt von dem. Das ist einfach nur Zucker zum Zugucken. Wenn man selber ein Gegner ist, ist es glaube ich nicht so schön. Sonics gegen 5, mit Deagle kann er mal ein bisschen sein 6. Uiuiuiuiui. Wollte gerade sagen, kann er ein bisschen seine N6-Deagle spielen lassen. So, jetzt einfach 5 One-Shots und dann Legende. Ne, wird er nicht. GG 16-6. Ach, Spiel war doch ein bisschen schneller vorbei, als ich gedacht hätte. Mit Pistol wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Wäre es vielleicht noch mal ein bisschen knapper geworden. GG, another day of the. Joch.